Hi, ich stelle mich aber mal nicht vor, ihr sollt ja mittlerweile wissen, wer ich bin. Heute Rad. Toll Rad. Keine Radwende, keine irgendwelchen Special Radvariationen, Sachen, pipapo. Rad. Auch dabei wieder, es gibt wahrscheinlich tausend Möglichkeiten, sich das beizubringen, üben, Techniken sich zu geben mit Erhöhungen oder Vertiefungen, um da schnelleren Kontakt mit den Händen zu haben, weil das natürlich einigen Leuten Angst macht. Aber ich werde euch einfach mal erzählen, wie ich das mir selber beigebracht habe, beziehungsweise es auch meinen Schüler und Schülerinnen beibringe. Und vielleicht erreiche ich ja den einen oder die andere mit dem Tutorial und dadurch haben wir dann ein, zwei mehr Leute, die dann auch das Rad können. Einmal vorab, ich mache das Rad einmal vor, dann sehen es einmal alle und dann können wir daran arbeiten. Dabei daran reden. Ich gehe mal, ich glaube, so müsste das passen, ne? Hier hinten bin ich. Ganz normales Rad. Bin ich sogar noch in der Position. Na, guck mal. Und auch in die andere Richtung das Rad, ne? So, okay. Links ist meine gute Seite. Rechts meine nicht so gute Seite, aber beides funktioniert ja mehr oder weniger. So, vorab einmal, bevor ihr das macht mit dem Rad, ne, wärmt ein bisschen und dehnt euch ein bisschen. Also hier Oberschenkel, Beine, Leistenbereich, ganz, ganz wichtig dabei. Und auch ein bisschen die Schultern und Arme warm machen. Ne. Ist ja wieder eine Ganzkörperbewegung, ist eine Ganzkörperbewegung, die wirklich zusammenarbeitet. Bedeutet alle Bereiche, mehr oder weniger alle Bereiche, sollten ein bisschen vorbereitet sein. Ich würde euch nicht empfehlen, das aus dem Kalten zu machen. Wenn ihr es machen wollt, dann macht es. Ist nur mein Tipp dafür einmal. So, vorab. Was sollten wir wissen, bevor wir mit dem Rad anfangen? Welche Seite ist unsere Seite? Ist es eher links oder eher rechts? Das müsst ihr wirklich ausprobieren. Und ich gebe euch dafür auch eine kleine Hilfestellung, dass ihr jetzt nicht direkt so anfangt und so in das Rad reinspringt und dann das Beste hofft, sondern was oft Leuten Angst macht beim Rad ist, dass sie die Position nicht ganz verstehen, wo was hingehört. Und dazu kommt noch, wie sie was machen müssen hier im Armbereich. Bedeutet im Endeffekt so, dass wir das jetzt runterbrechen, das ganze Konstrukt. Und zwar wirklich runterbrechen, bodentechnisch anfangen. Bedeutet, ihr denkt euch eine imaginäre Linie, okay? Das heißt, ich bin jetzt hier und ich möchte jetzt mein Rad machen und stelle mich halt seitlich hin, links vorne bei mir, also links, da wo ich hinten das Rad machen möchte. Dann stelle ich mir die imaginäre Linie von meinem linken Bein, Fuß, in die Richtung. So eine gerade Linie stelle ich mir vor. Die muss nicht perfekt gerade sein, ungefähr. So, stelle ich die Beine ein bisschen breiter, nicht so eng, ein bisschen breiter und gehe mit den Händen und den Armen vor dem Körper entlang und nicht über den Körper hier rüber, wie es beim Rad jetzt der Fall wäre. Das heißt, anstatt so zu arbeiten, arbeite ich hier vorne entlang. Okay? Bedeutet, ich habe Angst vor dem hier oben. Ich weiß, ob ich das hinbekomme. Ich weiß gar nicht, ob ich die Kraft im Arm und in den Schultern habe, ob ich diese Kraft abrufen kann. Deswegen arbeite ich hier unten entlang. Bedeutet, ich habe die Beine, gehe ein bisschen in die Knie, ne? Hüfte auch ein bisschen geknickt. Arme werden von vorne gezogen und auf einer Linie mit den Füßen ein bisschen mit Abstand aufgesetzt. Schaut mal, ich gehe hier vorne entlang und setze die Arme und Hände in einer Linie mit meinen Füßen auf. So, und versuche dann natürlich so weit mich herumzudrehen, dass ich schaffe, auf einer Linie auch dort zu landen. An die andere Richtung das gleiche Prinzip. Schaut mal, ich bin hier. Da ist ja meine imaginäre Linie. Ihr müsst nicht direkt für die andere Seite mitüben. Ihr könnt es machen, wenn ihr wollt, aber es ist natürlich sehr, sehr schwer. Deswegen, safety first, macht erstmal eure starke Seite. Wenn die starke Seite funktioniert, haut die andere Seite mit dran. Warum beide Seiten? Wir wollen keine Disbalance entstehen lassen. Deswegen ist es immer wichtig, beide Seiten zu machen. Okay? Das heißt, andere Seite, hier die Arme wieder vorne. Okay? Nicht zu hoch starten. Fangt entspannt an. Hier unten. Hier unten. Dann, selbst wenn sowas passiert, das ist nicht schlimm. Wir wollen erstmal die Rotationsbewegung verstehen und verstehen, wie wir uns heranarbeiten können an so eine große Form wie beim Rad. Ne? Keine Radwende. Also wir wollen nicht das machen. Wir wollen nicht ins Rad gehen und am Ende in irgendeiner Art und Weise anders geturnt rauskommen. Wir wollen wirklich so reingehen in das Rad und so wieder rauskommen, wie wir gestartet sind. Also, nochmal. Ich zeige es nochmal vor. Die Arme wirklich von vorne ziehen, Hände schön stabil auf den Boden aufsetzen und Arme anspannen. Nicht hier den Fisch machen oder so, ne? Stabil, okay? Hier Arme vorne. Schau mal.
das funktioniert und das wirklich kontrolliert ist und nicht irgendwie gewischt, geworfen oder geschmissen, dann werdet ihr größer. Okay? Bedeutet, wir werden weniger hier, sondern wir machen mehr da. Okay? Ich drehe mal die Kamera ein bisschen für euch, damit ihr es ein bisschen besser seht vielleicht. So. Also. Okay. Ich werde jetzt ein bisschen größer. Versucht hier in der Hüfte steif und stark zu bleiben, okay? Hier halt nicht so herumzuwackeln, ja? Also, ich werde ein bisschen größer. Ich hole ein bisschen Schwung. Ich hole ein bisschen Schwung in die andere Richtung. Okay? Und das müsst ihr nach eurem eigenen Tempo machen. Wenn das hier unten langsam funktioniert, dann höher. Höher und höher. Dass ihr sozusagen immer mehr Schwung nehmt und den Winkel immer wieder immer vergrößert. Von Armposition und dann natürlich auch der Oberkörper zu den Beinen. Okay? Das heißt, so Stück für Stück an die ganze Geschichte ranarbeiten, sodass sie dann ein Gefühl dafür bekommen, weil Rad ist sehr, sehr viel Gefühl, zu verstehen, wann, wie, was passiert, wann, wie, wo, was aufsetzt und wann, wie, wo, was angespannt werden sollte und muss, um dann auch sicher und sauber dabei arbeiten zu können. Was ich euch empfehlen würde, macht es auf einer Wiese. Ist nicht schlimm, wenn ihr daran mal hinfallt. Es wird passieren, dass ihr ab und zu auf den Hintern fallt oder auf die Knie. Das Wichtigste ist einfach wirklich, die Arme anzuspannen, durch anzuspannen und die Schultern auch nicht kollabieren zu lassen. Das heißt, wenn ihr in das Rad reingeht, dass ihr hier nicht so reinfallt, sondern wirklich stark rausarbeitet, okay? Weil das Wichtigste ist, dass ihr nicht auf den Kopf fallt. Das ist wirklich das Wichtigste. Beine, Füße und so, das ist alles noch im Rahmen. Da wird nicht viel groß was passieren, solange ihr das nicht auf Asphalt macht. Werdet ihr wahrscheinlich nicht. Ne, deswegen Safety First. Aber Kopf ist wirklich immer noch ein bisschen was Gefährliches. Deswegen wirklich hier, ne, immer wirklich, wenn die Hände aufsetzen, ihr den Impuls des Bodens spürt. Ihr sollt nicht so reingehen. Das wollen wir nicht. Ihr sollt mit den Händen arbeiten und wenn ihr den Impuls des Bodens spürt, anspannen. Gesund und stabil anspannen. So, dass wir dann Verletzungen im Kopfbereich sehr stark aus dem Weg gehen können. Nochmal die ganze Übung, ich zeige es einfach nochmal. Wenn ihr dann immer größer und größer werdet, könnt ihr auch anfangen mit Schwung holen. Das bedeutet, da mehr Energie reinzustecken. Das ist jetzt wieder ein bisschen Zukunftsgerede, aber ich kann euch auch mal ein bisschen erklären und zeigen, was für eine Richtung wir arbeiten möchten, dass wir dann sozusagen daraus dann auch immer mehr Energie generieren. Wie ich das mache, ist im Endeffekt, dass ich sozusagen weil ich ja links meine starke Seite habe, das linke etwas eindrehe. Mein Oberkörper also rotiere. Boom. Ne, ich mache nicht mehr so, sondern ich mache, schau mal, ich drehe meinen Körper an. Boom. Okay? Nochmal. Fuß ist auch eingedreht. Der Fuß ist sehr, sehr wichtig dabei, dass der ganze Körper arbeitet. Das ist nicht nur der Oberkörper arbeitet, sondern der ganze Körper, auch der Unterkörper. Boom. Boom. Und dann irgendwelche Übungen, Bewegungen, Faxen daraus ziehen können und so Stück für Stück dann auch Kombinationstechniken gemacht aus dem Rad und vielleicht auch irgendwann der Radwende, wenn die Basis stimmt. So, das war das kleine, aber schnelle Rad-Tat-Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, die eine oder andere Frage vielleicht damit beseitigen, die da noch im Raum stand. Wenn was sein sollte, wie immer auch bei den anderen Tutorials, immer in die Kommentare reinschreiben. Wir werden auf jeden Fall alle Sachen so gut wie es geht beantworten. Denkt bitte auch nochmal dran, auch von meinen Kollegen. Jeder hat eine eigene Art und Weise, Sachen zu lernen, gelernt zu haben oder auch beigebracht zu bekommen. Und das geben wir nun weiter. Es ist nicht das Perfekte und das Sauberste vielleicht. Es ist nicht das Richtigste und das Einzige. Viele Wege führen nach Rom. Und viele Wege führen auch zu eurem Erfolg. Also, wir sehen uns bald in der Halle. Hoffentlich ist er bald. Und bis dahin, bleibt gesund, bleibt sauber. Und Papa, over and out.